Herr Köppel, hallo. Jetzt sehe ich Sie denn gerade nochmal, hä? Ja. Kommen denn gerade? Sind Sie braun brennt? Haben Sie warm im Sommer? Ja. Ladies and Gentlemen, welcome to the Management Seminar. Ja, Mr. Köppel. Nein, Mr. Köppel. Ich glaube eigentlich nicht. Can you tell me the seven thinking steps first? First, seven thinking steps. You can tell me. Wieder zeigen da oder was? Für den Wähler, für den Bürger, weil es werden ihm auch bestimmte Positionen kommen irgendwie nicht vor. Hä? Seven thinking steps. You have heard about that? Und die tiefen Erkenntnisse. I have a problem to solve. First alternative that I think is usually what? Häusliche Gewalt. Can you ask again, please? Is Mr. Ernst, is he free to define his task? Is he free? Mr. Köppel. Wo es das pragmatisch, aber nicht in den totalen Opportunismus umschlägt. Ja, Mr. Köppel. Nein, Mr. Köppel. Große Wirkung und das rüttelt die Leute auf, je nachdem. He's just waiting if anybody else will answer instead of him, but it's still him. Mr. Köppel, is Mr. Ernst free to define here the keywords? Ja, ich meine, ich komme ja von der philosophischen, ideengeschichtlichen Seite her. The beamer breaks down, you need to do a presentation. What is the first thing you think of? Dann schlägt es natürlich etwas um. Ich persönlich bin da der Meinung... Ja, you're a dreamer. You dream, du. Nein. First, the beamer breaks, what is the first time you do? The first thing you do? Nein. Es ist unternehmerisch natürlich, ist das eine sehr große Sache. Das können Sie nicht noch so schnell aus dem Hut zaubern. Da müssen Sie dann, das ist dann eine ganz generalstabsmäßige Übung. You try to fix it. Das Seven thinking steps, you have heard about that?